Da bin ich wieder. Und jetzt, wo wir die Grundbausteine der Weltallbilder können, können wir uns mal ein bisschen an Natur wagen. Heute brauchen wir dazu unseren kleinen Spachtel, die Nummer 6, einen Schwamm und eventuell noch unseren Malschwamm. Wir brauchen rote Farbe, gelb, weiß, orange, ganz viel schwarz und wahrscheinlich auch ein bisschen Klarlack. Was wir machen werden, ist so eine kleine Waldszene. Hier in der Mitte wird die Lichtquelle sein. Und ich denke mal, wir können hier an der Seite noch einen Baum stammen. Dazu kommt noch ein Wasserfall und Wasser. Und Grün brauchen wir auch noch. Gut, fangen wir mal an. Machen wir unsere erste Ebene. Bisschen Grün. Ruhig hier grob drüber. So. Dann von außen schwarz. Ganz viel. So, in der Mitte können wir ein bisschen freilassen. Jetzt brauchen wir unser Rot. Schön weit entfernt sprühen. Bisschen Orange. Ein wenig Gelb. Und Weiß. So. Brauchen jetzt unseren Schwamm. Und solange die Farbe noch nass ist, tupfen wir einfach drüber. Schwamm wir mal um. Hier ist nicht so ein paar nicht betupfte Flecken da zu lassen. Jetzt gehen wir wieder mit unserer Weiß hin und sprühen nochmal drüber, damit die Blätter auch ein bisschen was von dem Weißen abbekommen. Dann sieht es tiefer aus. Keine Angst, es wird sich nachher noch verändern. Die Farbe lebt, kann man sagen. Die zieht sich noch zusammen. So. Ein bisschen mit unserem Klarlack. Jetzt meine Dose leer. Jetzt brauchen wir unseren Spachtel und machen so ein paar Äste rein. Versucht nicht zu geplant die Äste zu machen, denn es ist ja Natur, da ist ja nichts berechenbar. So, ich denke, das reicht. Ja, das reicht. Okay. Wir machen weiter. So.
sprühen uns das auf ein Stück Papier als Unterlage. Holen uns einen anderen Spachtel und machen jetzt ungefähr hier Wasser hin. So. Immer schön, ganz leicht, hin und her drüber ziehen. Seiten machen wir jetzt ein paar Steine. Dazu nehmt ihr euren Spachtel, kratzt ganz sanft diese Farbe ab. Vegetation hier hin. So. Machen jetzt hier noch ein bisschen Grün, ein wenig Schwarz dazu und machen jetzt wieder ein paar Pflanzen. Auf die Höhe. Was machen wir hier? So ein Baum. Dazu können wir dann unseren Malschwamm benutzen. Den färben wir mit Schwarz ein. Leider nicht so zaghaft, schön vorne richtig einsprühen. So, und dann ziehen wir einfach mal. Braucht nicht unbedingt symmetrisch sein, es ist ein Baum, das sind ja auch nie symmetrisch. So. Hier unten noch ein bisschen breiter, hier oben abgehenden Ast. So, während der Baum trocknet, können wir mit dem Wasserfall hier unten weitermachen. Dazu reißen wir uns ein Stück Pappe ab. Ungefähr so 3 bis 4 cm breit. Wir
wieder auf das Papier hier. Weiß? Gucken, das Stück Papier, was wir gerade abgerissen haben, das muss fest sein. Vorne mit der Spitze rein. Und jetzt ganz sanft hier. Lassen. So. Kommen wir zum nächsten Schritt. Hier unten. Das sieht hier ein bisschen fad aus. Ich finde, wir können ungefähr hier noch ein bisschen Vegetation reinmachen. Jetzt machen wir es hier gerade eben. Ein bisschen grün. Schwarz. Alternativ könnt ihr auch anstatt einem Schwamm eine Socke nehmen. Hier ein bisschen drauf. Auch hier ein bisschen Äste. Bisschen Steine hin. Zum Wasser. Dazu nehmen wir unseren Flächenspachtel. Ich schätze ungefähr hier an, damit wir was von den Steinen und dem Wasserfall ungefähr hier ansetzen. So. Hier in der Mitte ein bisschen rot. Ein wenig Gelb dazu. An der Seite ein bisschen grün. Und jetzt ein bisschen mit Schwarz. So. Feuchten wir ein bisschen mit Klarlack an. Und jetzt ein bisschen ganz sanft mit dem Finger von links in die Mitte und dann einmal in der anderen Seite. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, ne? In
damit ein bisschen Lehm ins Spiel kommt, machen wir jetzt noch Folgendes. Nehmen wir unseren Spachtel, feuchten das nochmal ein bisschen an und ziehen so geschwungene Linien ran. Ganz willkürlich. Natürlich hier Abschnitt ziemlich gerade zwischen Wasser und Pflanze. Gehen wir jetzt einfach hin, feuchten das nochmal ein bisschen an und machen jetzt hier nochmal ein paar Steine rein. Gar nicht so schlecht. Der Übergang vom Wasserfall zu Wasser, den werden wir jetzt auch noch ändern. Und zwar nehmen wir wieder dazu unseren Flächenspachtel, halten den ungefähr hier dran und dann einfach mal von hier oben drauf sprühen. Seht ihr? Jetzt so einen leichten Wasserstaub-Effekt. So. Machen wir uns mal unseren Baum dran. So, wir nehmen wieder Weiß. Das wieder auf ein Stück Papier und wir brauchen unseren kleinen Spachtel. Also Weiß drauf. Jetzt tupft ihr euren Spachtel hier rein, macht das Gröbste weg und zieht jetzt ganz langsam daraus entsteht jetzt unsere Rinde. Ja. Thank you.
jetzt fast schon so lassen. Aber ich finde, hier vorne könnten noch ein paar Pflanzen überstehen, damit es noch ein bisschen mehr Tiefen bekommt. Also, wieder ein Stück von unserem Schwamm nehmen. Brauchen ein wenig Grün. Nicht viel, nicht viel. Es reicht, wenn wir es hier an die Seite dran machen. So, wieder ein bisschen Schwarz. Und jetzt wieder tupfen. So, und damit das sich ein bisschen mehr abhebt, nehmen wir als Highlight ein bisschen Weiß. Schreiben nicht vergessen. Fertig ist euer erstes Naturbild.